Grüßt euch! Hier ist wieder euer Franz mit einer weiteren Mordvorstellung. Ich möchte euch einen Hylian vorstellen. Den Hylian XM4TI Special. Der kostet 150.000 Euro. 215 Unterhalt. Und 130 PS hat der und 96 kW. Da ist das gute Stück. Der hat schmale Bereifung, der ist optimal für die Felder, für die Nachbearbeitung, dass man nicht über die jungen Setzlinge fährt, zum Beispiel die Kartoffelfelder, dass man das drüber fährt, wenn man die dünn tut, Ungeziefer spritzt tut. Vorne sieht man die Zapfwelle, Frontelektraulik hat da. Da hat er 6 Scheinwerfer vorne drin. Oben hat er Zusatzscheinwerfer, die normalen Begrenzungslichter, Blinker. Hinten hat er Anhängerkupplung, Elektraulik hinten. Ganzen Anschlüsse da. Sieht man wie die ganzen Bereifungen, die schmalen. Auspuff an der Seite ein. Bei oben Außenspiegel. Oh, steigt mal ein. Innen drin mal anschauen. Überall innen drin zwei Spiegel. Hat er Außenspiegel zwei Stück. Die Spiegel funktionieren. Lüftung. Steuerungselemente. Becherhalter, Heizung. Ich glaube, der hat Klimaanlage sogar. So, starten wir mal. Zu leise? Gibt's das? Oder habe ich die Kopfhörer so leise? Ah, jetzt läuft er. Kopfhörer so leise gehabt. So. Fahren wir mal los. Lenker funktioniert. Unten die digitale Anzeige. Lässt sich sehr gut fahren. Stellen wir mal von außen. Da sieht man also das ganze Fahrrad, die Kabine, so wie sie neigt. Das Fahrwerk vorne arbeitet schön mit. Er legt Spuren, Reifenstaub. Er schwebt relativ zwar über dem Boden. Die Rundumleuchte funktioniert. Blinker funktioniert. Hinten, mal schauen. Ja. Bremslichter gehen auch. Rückwärtsfahrlicht hat er keins. Alle Lichter, mal schauen. Ja, vorne sieht man super aus. Hinten auch. Zusatzscheinwerfer funktioniert auch. Wenn euch die Mod-Vorstellung gefallen hat, schaut wieder rein. Ich sage dann Servus, grüßt euch, euer Franz.